Die Fußballerinnen von Olympique Lyon bleiben die unbezwingbaren Königinnen Europas. Bildergalerie Frauen-WM 2019, der Kader der DFB-Frauen im Überblick, 24 Bilder. Das Star-Ensemble um die deutsche Nationalspielerin Jennifer Maroschan gewann das einseitige Champions-League-Finale gegen den FC Barcelona 4:1, 4:0 und holte zum vierten Mal in Folge und zum sechsten Mal insgesamt den Henkel-Pokal. Maroschan, mein Traum, den durfte Maroschan um 20.05 Uhr gegen Abendhimmel über Budapest heben. Beim emotionalen Heimspiel in ihrer Geburtsstadt war der 27-Jährigen die frühe Führung, 5. gelungen, ich bin sehr glücklich. Budapest ist meine Stadt, meine ganze Familie ist hier, sagte Maroschan, dass ich hier das erste Tor schieße, war wie im Film. Das war mein Traum, die Ballon d'Or-Gewinnerin Ada Hegerberg erhöhte per Hattrick, 14., 19., 30. für den Rekordsieger, der seinen 4. Triple-Triumph nach 2012, 2016 und 2017 feierte. Den Ehrentreffer für Barca erzielte die eingewechselte Aziz Adeoshuala, 89. Meistgelesene Artikel Fußball, Bundesliga, Hoeneß kündigt neue Dominanz an. Fußball, Bundesliga stimmen, Titel nicht alles im Leben. Fußball, Bundesliga, Gladbach wütet gegen Gräfe. Eishockey, Eishockey im Klartext nach herber 1:8 Klatsche. Fußball, Bundesliga, Kovac glaubt an Bayern Zukunft vor 19.487 Zuschauern im Ferencváros Stadion kamen Nationalspielerin Caroline Simon und Ersatzkeeperin Lisa Weiß nicht für OL zum Einsatz. Finaldebütant Barcelona verpasste derweil den ersten Triumph eines spanischen Vereins aufgrund erheblicher Defensivdefizite im ersten Durchgang. Die beiden Finalisten hatten auf dem Weg ins Endspiel die beiden deutschen Clubs aus dem Weg geräumt. Lyon beendete die Titelträume des Double-Gewinners VfL Wolfsburg im Viertelfinale, an Barcelona scheiterte der Vizemeister Bayern München im Halbfinale. Let's block it's why.